Gieß mir Wein aus vollen Krügen, Notterbiene, Wein vom Sundgau. Und ein Weib soll bei mir liegen, Notterbiene, eine Jungfrau. Ja, Wasser oder Woi, das Lied war ein schwedisches Trinklied und um Schweden soll's gehen. Genauer gesagt ein Interview mit dem Jürgen Schaff und seiner Liebe zu Schweden. Aber heute trinke ich ein Wasser. Ja, das war ein schwedisches Trinklied von Michael Bellmann, in Deutsch allerdings natürlich übertragen von Karl Zuckmeier. Deine Liebe gilt auch Schweden, jetzt gerade heute, wo wir doch Midsommar haben. Ja, also Midsommar ist natürlich der längste Tag des Jahres und da hat man viel Zeit, sich's gut gehen zu lassen. Und natürlich gehört zu Midsommar auch dazu, dass man nicht nur isst, sondern auch feiert und natürlich trinkt. Und zwar dann auch trinkt mit immer Schnapsvisor, also mit Schnapsweisen, 1:1 übersetzt. Und es gehört einfach dazu, zu Hering, zu Salat, zu Schokolade. Ja, nochmal kurze Frage dazwischen. Wein vom Sundgau, also im Sundgau wird heute noch kein Wein mehr angebaut? Im Sundgau wird zwar noch angebaut, aber selbst in Schweden wird inzwischen Wein angebaut und zwar in der Nähe von Höganäs, also Helsingborg. Das ist also früher Dänemark gewesen. Da gibt es tatsächlich Riesling, denn ich glaube das nördlichste Weinanbaugebiet Europas und die haben jetzt glaube ich über 34 Hektar Wein dort. Also man kann jetzt auch schwedischen Wein in Schweden trinken, aber ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe mich nicht getraut. Ja, jetzt also doch mal zu Schweden, zu Midsommar. Midsommar ist heute? Also heute ist Midsommertag. Heute ist der 24. Freitag davor ist der Midsommerabend. Und da feiert man natürlich die Nacht, die ja sehr lange hell ist. In Nordschweden gar nicht dunkel wird, komplett durch. Das heißt, man feiert, man geht baden, man muss 7 Blumen sammeln, unterschiedliche, falls man noch keinen Mann oder ja, Frau Ja, du hast mal so einen kleinen Film gedreht, den zeigen wir jetzt auch, oder zumindest einen Ausschnitt davon. Hey alle Hupa und willkommen. Neben Weihnachten, dem Julfest, ist Midsommar das zweitgrößte Fest in Schweden und die wichtigsten Facts zu Midsommar, die gibt es jetzt hier bei Schweden Tutorial. Traditionell feiert man Midsommar mit Verwandten, Freunden und Nachbarn und zwar immer am letzten Samstag im Juni. Der Freitag davor ist der Midsommerafton, der Midsommerabend und der Samstag selbst der Midsommertag. Aber Achtung! Wer freitags am Midsommerafton noch schnell was einkaufen möchte, der braucht schon ein wenig Glück, denn oft haben die Geschäfte bereits geschlossen, denn alle pilgern zum Feiern aufs Land. Skål! Eigentlich wird in Schweden die Flagge spätestens abends um 8:30 eingezogen, aber am Midsommar macht man vielleicht mal eine Ausnahme. Wahrscheinlich ist man zu stark mit den Feierlichkeiten beschäftigt. Maistång. Am Midsommerabend wird ein geschmückter Baumstamm aufgestellt, die Midsommerstange oder auch Midsommerstång genannt. Maistång sagt man auch, aber Mai hat hier nichts mit dem Monat Mai zu tun, sondern geht auf das altertümliche Verb Maja mit Blumen schmücken zurück. Der Stamm wird mit Blättern und Blumen geschmückt und aufgerichtet. Danach wird im Kreis getanzt um den Baum herum und natürlich gesungen. Deine Liebe zu Schweden, wo kommt die eigentlich her? Ursprünglich wollte ich mal nach Kanada. Und dann hat es nicht geklappt. Dann dachte ich, Schweden hat ja ähnliche Landschaft. Gehst du mal dahin, gibt es auch Elche und so. Und dann fuhr ich da hoch, habe mir das angeguckt und habe mich gleich in das Land verliebt. Ja, aber du kannst auch Schwedisch sprechen? Ja, wisst, absolut. Und da gibt es auch Schwedischkurse? Ich gebe auch Schwedischkurse bei der VHS in Speyer. Genau, ein Anfänger und Fortgeschrittenen. Ja. Wann warst du zuletzt in Schweden gewesen? Das ist nämlich genau 5 Tage her. Da habe ich nämlich eine Studienfahrt gemacht mit 15 Leuten. Waren wir in Schweden, haben da eine kleine Rundreise gemacht, waren auf der Spur von Astrid Lindgren, waren beim Künstler, der so ein Kunstwerk aus Treibgut zusammengenagelt hat und waren natürlich noch in Stockholm. Das Ganze lief natürlich unter dem Motto, wir gucken, Unterschied Protestanten in Schweden und in Deutschland, jetzt im Jahr der Protestation, haben natürlich nicht nur kirchlich geguckt, sondern Astrid Lindgren war ja eine große Protestantin vor dem Herrn, die hat protestiert, hat sich eingesetzt für Kinderrechte, für Tierrechte und das haben wir uns alles dann vor Ort live angeschaut. Ja, Protestation ist auch heute das Thema, nämlich hier in Lustadt, in Losch, wie die Speimer sahen, ne? Oder wie man so in der Südpfalz sagt, ne? In Lustadt ist Reformationstag. Wie heißt eigentlich das Stück, das gespielt wird?
Also das Stück heißt Tempora Reformanda, also Zeiten, die zu verändern sind, oder Untertitel von Bauern, Rittern und Schriftgelehrten. Und es ist ein historisches Spiel, wie quasi die Protestation in die Pfalz kam. Also die Idee hatten die Heike Krebs, die ist Pfarrerin, jetzt in Jockrim, und ich, weil wir gedacht haben, es gibt ein Paul-Fagius-Gemeindehaus in Rheinsabern, aber niemand wusste, wer Paul-Fagius ist. Dann haben wir gedacht, irgendwie müsste man da jetzt irgendwas draus machen, um den Leuten mal so ein bisschen Geschichte auf etwas andere Art und Weise näher zu bringen. Und dann haben wir gedacht, machen wir so ein bisschen ein historisches Spektakulum, ein Historical im Prinzip, und packen da mal den Franz von Sickingen mit rein. Der war ja auch so ein Hüter der Protestanten damals. Der lebte auf verschiedenen Burgen hier in der Pfalz, gell? Das war Nannstein, der war auf der Ebernburg, hatte der sein Domizil. Da war es auch die sogenannte Herberge der Gerechtigkeit auf der Ebernburg. Das heißt, die, die verfolgt wurden, die Protestanten damals von den Katholiken, die konnten Zuflucht bei ihm dann suchen. Es geht aber ja nicht nur um die Protestation, es geht auch um den Bauernkrieg. Ja, das war ja dann alles so eine Geschichte. Mit Luther hieß es dann plötzlich die Freiheit des Christenmenschen. Und dann haben die Bauersleute dann gesagt, ja gut, das heißt aber auch für uns Freiheit von der Obrigkeit, von den Fürsten. Und die haben sich dann aufgrund dessen auch aufgelehnt. Also, der Fabius hat aber andere Ideen gehabt oder andere Ambitionen. Ja, der war natürlich inspiriert von Martin Luther und war ja dann auch in Heidelberg an der Schule und hat dann irgendwann gemerkt, ja, Sprache ist so seins, und hat sich vor allen Dingen dann mit Griechisch beschäftigt und dann vor allen Dingen mit Hebräisch, und ist dann später über Straßburg nach Isny und hat dort auch so ganze Übersetzungsbücher, Lexikas und so weiter bezüglich der hebräischen Sprache erfunden, kann man so sagen, oder ins Deutsche dann übersetzt, dass man die Schrift, die Heilige Schrift im Ursprung auch wirklich lesen kann, also die Schriftrollen, die es da in Hebräisch gibt. Ja, und er musste dann auch fliehen. Er ist dann in England gelandet. Ja, es gab ja dann quasi so eine Gegenprotestation. Also der Kaiser hat einfach gesagt, ab sofort sind wieder alle katholisch. Deswegen gibt es ja die Protestation dagegen, gegen diese Rekatholisierung in Speyer 1529. Und der musste dann natürlich fliehen, aus Straßburg weg hin, und hat dann Zuflucht in Cambridge als Universitätsprofessor gefunden. Aber leider war das Essen und das Wetter so schlecht, dass er, glaube ich, nach 5 Jahren oder so leider das Zeitliche gesegnet hat. Das Andenken an den Fabius, wird es heute noch gepflegt? Also es, wie gesagt, es gibt ein Gemeindehaus im Landkreis Germersheim, sprich in Rheinsabern. Isny ist also sehr stolz auf ihren Paul Fagius, und die haben jedes Jahr irgendwelche Fagius-Festspiele mit Umzüge und so weiter. Also in Isny, im Allgäu, da ist er richtig, richtig populär. Also das wievielte Mal ist jetzt, dass das Historical aufgeführt wird, nicht nur in Lustadt? Also wenn ich es richtig weiß, ist es das 7. oder das 8. Mal. Jetzt haben wir es, glaube ich, insgesamt in einem Zeitraum von 8 Jahren an verschiedenen Stellen aufgeführt. Und mal sehen, ich glaube, es könnte das letzte Mal sein. Und vielleicht machen wir sogar eine Art Trickfilm draus, dass man es auch nochmal für jüngeres Publikum vielleicht umsetzen kann. Ja, und ein paar Szenen haben wir auch aufgenommen. Die werden wir durchaus jetzt sehen. Junge wird es gut haben, er wird versorgt sein. Die Großen, ja, die müssen mit anpacken auf den Feldern, sie müssen mir helfen, während ihr Vater draußen seiner Freiheit nachläuft. Anna, sei nicht so verzweifelt, vielleicht wird er wieder klar im Kopf und im Denken. Menschen, die verzweifelt sind und traurig sind, die neigen dazu, nur ihren eigenen Kummer zu sehen. Samt mit ihrem römischen Herrn in meinen Geschäften herum. Aber nun muss ich gehen. Ich muss in den Pfaffenkrieg. In den sogenannten Pfaffenkrieg. Wir kämpfen gegen den Erzbischof von Trier. Was heißt wir? Ja, wir von der rheinisch-schwäbischen Ritterschaft. Landauer Einung genannt. Wir werden den Erzbischof besiegen und Trier für die Reformation gewinnen. Hey. Hey. Ja, da waren wir heute. Auf Gewalt ruht kein Segen. Mein lieber Fagius, bleibt ihr bei euren hebräischen Schriften. Ich bleib bei meinen Waffen. Gott zum Gruß. Gott zum Gruß. Wir sind des Landes Schwanzerer.